Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Inspirierte Verteidigung. Zweihandstil auf jeden Fall. Nächster Stufenaufstieg. Bisschen Heimlichkeit. Noch mehr Überleben. Na doch, erstmal Aura. Zusätzliche Waffe. Halbschwerter. Und dann kenne ich davon, ob sie ein- oder zweischneidig sind, dass sich bei Schwertern steht zum Einhandwaffen. Ach so, das ist die Fähigkeit gewesen. Panzerbrecher, die mag ich, die Dinger. Nächstes Level ab. Kriegst du mal Religion und noch ein bisschen Heimlichkeit. Unterklassen. Ach so, das könnte ich nur das hier nehmen. Zorn der fünf Sonnen. Ach, das wurde automatisch genommen. Okay. Das heißt, ich hätte gerne erst einmal inspirierte Verteidigung. Die Nahkampfangriffe entfernen Gruppenmitgliedersachen. Ne, ich nehme erstmal dieses Verteidigungsboni-Ding, das klingt nicht schlecht. Beschwört das innere Feuer des Paladins auf. Seine ausgerüstete Waffe geht in Flammen auf. Nahe Verbündete erhalten eine abgeschwächte Version des Flammeffekts. Das klingt nicht schlecht. Nehmen wir mal den Buff hier. So, nächster Stufenaufstieg. Mehr Athletik, mehr Überleben. Vergeltung klingt nicht schlecht. Was ist das? Glorreiches Leuchtfeuer. Bei dem heiligen Licht, das Gegner in unmittelbarer Umgebung blendet. Nicht ganz. Inspiration mutig. Inspiration robust. Verfassung, Rüstungswert, Gesundheit wiederhergestellt. Das ist nicht schlecht. Entschlossenheit, Konzentration, Unterbrechen nicht möglich. Das ist noch besser. Nehmen wir das mal. Und nächster Level. Ein Punkt in Arcana, ein Punkt in Religion. Gesundheit wiederhergestellt. Das ist nicht schlecht. Vorwärtskommen, Verteidigung beim Absetzen, das finde ich nicht so toll. Genauigkeit, Treffer, ein kritischer Treffer. Nee, da ist mir der Rüstungsbuff irgendwie wichtiger. Wiederbelebende Ermunterung. Befreiende Ermunterung. Befiehlt einem Verbündeten, all seine Stärke aufzuspringen, um bestehende feindliche Effekte vorübergehend zu ignorieren. Oh. Für mich sieht das so komisch aus, als ob es nicht angewählt ist. Oder wahrscheinlich, weil ich schon... Genauso wie das hier oben. Ah, was haben wir hier eigentlich? Klarer Weg erhöht den maximalen Eifer des Paladins. Nee, dann nehme ich mal das. Mehr Eifer für den Paladin. Das ist gar nicht mal so schlecht. Athletik und noch mehr Überleben. Wieder ein Punkt. Wiederbelebung wäre nicht schlecht, aber was haben wir noch? Gewährt erhöhte Durchschlagskraft mit Feuerangriffen. Das ist gut, weil sie macht ja Feuerangriffe. Mordaxt. Ich mag die Mordaxt irgendwie. Jetzt hat sie 7 Eifer und sehr viele böse Sachen.
So, jetzt fehlst du noch mit dem Level ab. Da sind alle erstmal auf demselben Level. Mechanik ist nie verkehrt. Geschichte auch nicht. Sturmsprecher. Gesänge, genau. Offensive Beschwörung. Verringert den Rüstungswert von Feinden. Offensive Beschwörung. Erzieht der Umgebung elektronische Energie. Ach ja, Blitze. Und das hier drüben sind... Das sind Lieder. Verringert Hieb- und Stichfaden durch Feinde im Wirkungsbereich. Das ist nicht schlecht. Plus Tapferkeit plus Wille. Das ist auch nicht schlecht. Zerreißt die Lebenskraft einer Feinde im Wirkungsbereich und fügt reinen Schaden zu. Wenn wenigstens ein Bein betroffen ist, kann der Sänger auch ein wenig Gesundheit wiederherstellen. Also Selbstheilung. Zusätzliches Waffenset und... Nee, wenn, dann bitte das hier. Nächster Level ab. Athletik und Überleben. Wobei Überleben haben sie recht viele, also nimm mal Tiefblick, genau. Da müsste ich mal gucken, was ich ihm für eine Waffe überhaupt gebe. Resistenz gegen Entschlossenheit Wirkung, Resistenz gegen Verfassungswirkung. Entfernt die Konzentration von Feinden. Nicht so wirklich. Lähmt den Feind, also das hier macht Maden, das lähmt den Feind. Ich nehme mal den Kettenblitz. Oh, ich kann noch eins auswählen. Dual Wielding, nicht unbedingt. Dann nehmen wir mal die Maden. Ich weiß ehrlich nicht, was für Waffe er führt. Werden wir ja gleich sehen, wenn wir soweit sind. Nehmen wir mal mehr Tiefblick und noch mehr Athletik bei ihm. Nehmen wir mal doch das hier. Weil scheinbar... Okay, er führt Zauberstäbe. Und Kampfstäbe, also nee. Das heißt, das da kommt wieder raus. Und wir geben ihm... einen Zweihandstil. Ach, geben wir mal Speer, das klingt lustig. Also Pike. Tiefblick und noch ein bisschen mehr Athletik wäre nicht schlecht. So. Uralte Erinnerung. Das ist nicht schlecht. Heilung über Zeit. Absetzangriffe nicht ganz so. Nachladegeschwindigkeit, Erholungsgeschwindigkeit mit Fernkampfwaffen. Das ist ja nice. Noch einmal Athletik und jetzt einmal Blöffen. Konzentration erhöhen. Der Sänger erschafft zwei reflektierende Strahlen aus purem Licht. Verbündete, die von ihm berührt werden, regenerieren, leben und erhalten Immunität. Fängt sich Feinde im Wirkungsbereich oder ich verbessere den Blitz. Ich verbessere mal den Blitz. Okay.
Mechanik und Bluff. Ich könnte die Maden verbessern. Verbündete wiederbeleben. Stark und standhaft. Macht und Entschlossenheit, das ist nicht mal schlecht. Ich glaube, ich nehme das und Schaden als Brandschaden. Abwehr, Angriffsbindung. Nicht ganz, aber das mit dem Brandschaden, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Mechanik. Tiefblick. Maden verbessern. Kriegst einfach mal Zepter. Und das war's dann auch mit dir. Gut. Lieder. Lied B hätte ich gerne erstmal das drin und dann das. Und dann noch das. So. Dann singst du Lied B. You have my attention. No need to ask twice. Ich finde es recht seltsam, dass hier nur ein Xaure-Priester Okay, wir wurden entdeckt. Er ist schon mal verletzt. Wir machen den eingeschworenen Feind auf ihn. Wir geben ihn zur Jagd mal frei. Welche Aura hat sie gerade aktiv? Ich hätte gerne die Schutzaura aktiv. Das kann Xoti locker gegenheilen. Das muss ich sagen, ging jetzt eigentlich recht einfach. Gewährt einsamer Wolf. Auf jeden Fall was für Palegina. Ach, das wäre auch was für Palegina. Xaurib Kampfstab und Xaurib Zunge. Ich finde es gut, dass wir das Ding wegmachen konnten. Nebenbei Palegina und er hier. Okay, er trägt den Fokus des Wasserformers. Das ist okay. Aber Palegina. Das ist Maya Palegina hier. Hätte ich gerne mal kurz. Hier könnte ich so ein Korallenschwert geben. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ich hätte aber auch noch einen guten Zweihänder. Korallenschwert. Ne, sie kriegt den Zweihänder. Und Fernkampf hat sie eine Donnerbüchse. Habe ich eine gute Donnerbüchse dabei? Ne, das ist nur eine Pistole. Die wäre was für Seraphin. Ich könnte ihr zwei Donnerbüchsen geben, yay. Das ist aber zweimal Entschlossenheit. Komm, Entschlossenheit ist was für Hagrim.